Heute machen wir ein krasses 2 gegen 2 gegen 2. Die Gruppe mit den meisten Punkten bekommt 1000 Juwelen. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da und wir gehen direkt rein ins Video. Let's go. Das Ganze findet natürlich auf der Block Dash Legendary Map statt. Wir haben hier drei Teams, damit ihr genau wisst, wer in welchem Team ist. Haben wir die gleichen Skins genommen, damit das für euch und natürlich auch für uns leichter ist. Mitzi ist direkt rausgeflogen. Was geht denn hier? Brandon muss jetzt ganz alleine kämpfen. Oh mein Gott, es ist wirklich von allen Teams sind nur noch ein paar Leute da und nur noch ich und Fuba sind zu zweit. Die anderen müssen natürlich jetzt richtig krass schwitzen, dass die hier noch gewinnen. Und das sieht aber ja natürlich auch richtig heftig aus. Vielleicht sollten die auch ein bisschen mehr zusammenhalten, dass die uns auf jeden Fall raushauen können. Fuba hier ein bisschen Problem. Wir müssen Fuba ein bisschen blocken hier und helfen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Wir machen hier nochmal einen Punch, der nicht getroffen hat. Aber das muss hier wirklich nichts heißen. Das hat noch, hier gibt es noch alle Möglichkeiten, sind offen. Fuba ist noch drin. Wir sind noch zu zweit. Das ist relativ gut. Wir machen hier nochmal hier. Entspannt gehen wir rüber. Das ist ein Tohuwabohu hier. Die Leute wollen hier alle Fuba raushauen, weil die wissen, Fuba ist krassester Spieler in der ganzen Didias Army fast. Er ist wirklich richtig gut. Die haben jetzt hier den Tetris mitgenommen. Wir sind hier rübergekommen, Fuba fast raus. Die ersten Leute sind, wie gesagt, so schnell rausgeflogen. Da war irgendwas nicht richtig. Da sind so viele Leute schon am Anfang rausgeflogen. Und, oh, FCB ist noch drin. Das sieht hier alles nicht mehr gut aus. Wie gesagt, die Leute mit den meisten Punkten bekommen hier die 1000 Juwelen für sich in die Tasche. Das ist natürlich jetzt hier alle. Die wollen natürlich alle die Juwelen für ihr Team jetzt hier gewinnen. Oh, ich bin mal wirklich gespannt, wie viele Leute hier das hinkriegen. Und wie viele Punkte jedes Team ja auch mitmacht. Wie gesagt, wir sind das einzige Team, was noch zwei Leute hat. Das sieht gar... Oh nein! Wir wollten dann punchen, sind fast rübergegangen und sind fast rübergerutscht. Und no. Jump Hugging was. Dankeschön, Fuba. Dankeschön. Oh mein Gott, das war close. Er hat gut mitgedacht, weil er weiß, Fuba und ich habe auch schon mal ein Turnier zusammengespielt. Das heißt, er weiß genau, wie ich drauf bin. Er weiß genau, wo wir... Oh mein Gott! Wir sind noch drin. Er wollte uns raushauen, aber Fuba hat ihn einfach auseinandergenommen. Und nein. Okay, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus für uns und wir sind komplett raus. Es ist ein 1 gegen 1. Es ist hier in der Zentrale ein 1 gegen 1 angekommen. Wer ist denn noch hier? Okay, wir hören auf jeden Fall Fuba in der rechten Ecke und wir haben FCB in der Mitte und er fliegt drüber mit den Tetris und das sieht gar nicht mal gut aus. Aber ob wir das jetzt hier gewinnen oder nicht, es ist wirklich schwierig. Es ist jetzt hier ein 1 gegen 1. Die Leute, die jetzt gewinnen, bekommen einen Punkt und wer die meisten Punkte am Ende von dem ganzen Video hat, wie gesagt, bekommt dann die 1000 Juwelen hier in seine Tasche rein. Das hatten wir hier noch nie, so ein Format. Und das sieht schon sehr, sehr gut aus. Wir müssen auf jeden Fall auch nächste Runde Tetris einsetzen oder ausrüsten sozusagen, weil Tetris ist wirklich unberechenbar hier. Und das sieht aber schon sehr gut aus. FCB wird hier geblockt, hat jetzt hier kleine Probleme, muss jetzt hier einen Sidejump machen, wird hier von Fuba nochmal rausgeholt und Fuba hat gewonnen! Die erste Runde gewinnt mein eigenes Team! Das gibt's doch nicht! Fuba möchte hier die 1000 Gems für sich haben! Crazy! Ihr habt's gesehen, die erste Runde ging direkt an mein Team mit Fuba zusammen, denn ich und Fuba, wir sind ein perfekteste, geplanteste Team, denn wir haben schon oft zusammengespielt. Das ist natürlich ein kleiner Nachteil für die anderen. Wir müssen natürlich hier wirklich aufpassen. Platzi ist da direkt rausgeflogen. Ich weiß nicht, ob er irgendwelche Internetprobleme hatte oder was da auf jeden Fall los war, weil Platzi ist eigentlich auch ein guter Spieler. Brandon hier und Mitzi ist auch noch am Start. Das ist wirklich hier alles ein Tohuwabohu. Wir blocken hier natürlich die Leute erstmal raus. Das ist richtig gut. Wir müssen uns natürlich hier richtig anstrengen. Die Leute sind hier wirklich komplett auf die Gems fokussiert und die wollen die Gems hier wirklich mit nach Hause nehmen. Mitzi wollte mich da einmal mit einem Tetris-Emote raushauen. Hat er nicht geschafft. Es ist wirklich... Oh, ein Team gegen das nächste Team. Mitzi und Brandon gegen mich und Fuba. Wir müssen hier wirklich gucken, dass das hier was das für ein Team Combo-Wombo ist. Und Mitzi haut mich hier raus, aber gar kein Problem. Diaz hat natürlich noch den Volleyball mit am Start und kommt hier auch natürlich easy rüber. Da braucht Mitzi gar nichts probieren. Bam, wir haben ihm auf jeden Fall einen fetten Power-Punch mitgegeben. Das sah sehr gut aus. Jetzt müssen wir natürlich hier aufpassen, dass wir alle hochkommen. Hier, wir machen hier auf jeden Fall entspannt. Mitzi hier ein bisschen Abstand gewonnen, weil er hat richtig Angst, dass wir ihn raushauen. Das kann ich auch verstehen, denn wir sind die krassesten Programmer in ganz Sammelgeist. Und... Oh, will ich nicht. Lass mich hier weg. Oh, nee, doch keine Pro-Gamer. Doch keine Pro-Gamer. 1 vs. 2. Fuba muss hier wirklich alles alleine jetzt carryen gegen das Team. No Skins. Skins oder No Skins. Wer holt sich hier den Gewinn der Runde? Wenn wir jetzt wirklich gewinnen, dann haben wir schon 2 Wins in Vorsprung. Aber natürlich können wir jetzt hier schön zusammen gegen hier Fuba arbeiten. Aber Fuba ist, wie gesagt, auch ein guter Spieler. Deswegen kann das hier alles nochmal passieren, dass hier wirklich Fuba komplett rasiert. Aber das sieht gut aus. Oh, Mitzi hier in Bedrängnis. Aber alle kommen hier rüber. Das sieht sehr gut aus.
Es ist wie gesagt ein 2 gegen 1 Team Skins gegen Team No Skins. Sieht schon mal hier sehr gut aus. Die machen das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Fuba hat hier auch schon ein bisschen Stress. Er sagt mir gerade im Discord, er sagt, ich kann nicht mehr, das ist alles zu viel hier. Die machen mich richtig fertig und so. Aber er gibt auf jeden Fall nicht auf. Das ist wichtig. Hier in der Zentrale haben wir das gehört. Natürlich im Discord. Romizi fliegt und schafft sogar noch was. Wir glauben, dass ich brennen möchte, hier Fuba raushauen. Und hat es sogar schon fast geschafft. Er hätte fast Fuba mit rausgehauen. Und Mitzi haut Fuba raus. Ich glaub's alles nicht mehr. Somit gewinnt Team No Skin männlich. I can't believe es brennen. Und Mitzi rasieren komplett Fuba aus dem Leben. Ich kann das nicht mehr. Wie crazy ist das denn hier gewesen? No, no, no. Es ist soweit. Es steht 1:1:0. Wer hat reingeguckt? Spaß. So, wir gucken mal, wer hier wirklich die Führung an sich reißen kann oder ob das nächste Team mit FCB, ich weiß nicht, ob Platzi irgendwie Internetprobleme hat. Vielleicht müssten wir ihn gleich mal austauschen aus dem Team. Ich weiß nicht, was da los ist. Der fliegt so schnell raus. Wir müssen gleich mal in der Zentrale nachfragen, wie es da denn aussieht bei ihm. Denn, oh mein Gott, ich habe mein eigenes Team getroffen, Fuba. Es tut mir leid. Bitte verzeihen Sie hier. Mitzi und ich sind hier die Ernstfeinde, Rivalen der Rivalen. Ich merke das schon. Aber wir kommen hier nochmal rüber. Wo ist Mitzi hier? Da, Mitzi, nein! Hat mich fast hier rausgehauen. Nein, 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 wir müssen überleben. FCB hier als einziger noch von dem Team weibliches No Skins. Möchte jetzt natürlich hier Mitzi nicht riskieren, da nochmal reinzugehen. Wir gehen jetzt hier ganz schnell rüber. Oder haben natürlich gleich nochmal einen Punch, weil die Fuba und ich sind nochmal auf jeden Fall entspannt da. Oh, nein, nein, nein. Close. Brennen. Geh mal weg, Brennen. Hau mal ab. Es ist wirklich noch, alle Teams haben noch mindestens eine Person hier am Leben. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ich bin mal wirklich gespannt, wer von diesen Leuten hier wirklich den Punkt sich hier jetzt reinholt. Mitzi jetzt ein bisschen im Bedrängnis. Wie ihr seht, das ist ein bisschen unkoordiniert hier alles. Aber das sieht schon mal sehr gut aus. Da hinten, alle leben noch wieder. Fuba, wir müssen ein bisschen auf die aufpassen. Da wäre ich fast raus. Wir müssen hier auf jeden Fall sehr lieber auf Safety gehen. Ich sag euch, wie es ist. Die Sicherheit geht vor. Oh mein Gott. Das war nicht euer Ernst. Ich hatte kurz den größten Herzinfarkt meines Lebens, aber fliegt jetzt hier trotzdem raus. Ich kann das nicht. Wie kann ich diesen Play überleben und dann trotzdem da rausfliegen? Das gibt's doch nicht. Aber es ist jetzt wirklich, Mitzi und Brenton haben beide noch zwei, sind zu zweit. FCB ist alleine und Fuba ist auch alleine. Das heißt, Brenton und Mitzi, aber Mitzi ist auch raus. Die drei besten Spieler aus der Community von der Diaz Army sind jetzt hier versammelt und möchten natürlich jetzt hier den Win für sich holen und die 1000 Gems. FCB möchte, sagt sich, ey, ich möchte jetzt auch hier mal meinen ersten Win holen für unser Team. Ich bin mal wirklich gespannt, wie viele die hier holen. Aber jetzt ziehe ich jetzt ein bisschen in Bedrängnis, hier mit rüber zu kommen. Ist immer ein bisschen schwierig, schafft's trotzdem. Was? I can't believe this anymore. Please, what's going on here? Das ist doch alles crazy. Jetzt müssen die beide hier einen Sideshow machen. Schaffen beide. Wichtig, die sind so gute Spieler. Ich sag's euch. Diese Teams sind so gut aufgeteilt. Und Fuba ist raus. Unser Team ist raus. Mein Team ist raus. Aber FCB und Brenton. Und Brenton holt sich das 2:0. 1 für sich. Er hat sich den zweiten Punkt einfach so schnell gesnackt. Ich kann das nicht mehr glauben. Das ist so krass hier. Was Brenton und Mitzi hier abliefern, ist crazy. Wir gehen direkt rein in die nächste Runde. Die nächste Runde beginnt. Wir müssten einmal hier Platzi austauschen gegen Luca hier einmal. Denn Platzi hatte ein paar Probleme. Und Lex, wenn Tetris im Out hier genused wurde. Das ist natürlich nicht gut für das Team von FCB. Deswegen haben wir gesagt, wir tauschen hier einmal gegen Luca. Luca meinte, er ist ein sehr guter Spieler. Ich bin mal gespannt, was er hier zu zeigen hat. Wir gucken das uns mal hier alles an. Wir müssen natürlich hier mit Fuba trotzdem gucken. Das ist wirklich 2:1:0. Wir haben einen Punkt. Brenton hat zwei Punkte. Und FCB hat wirklich nur einen Punkt. Wir gehen jetzt hier auf Luca mal ein bisschen zeigen, wer hier der Boss ist. Nicht, dass er hier nochmal denkt, ein neuer Spieler hat hier irgendwelche Sonderrechte. Nein, das geht direkt auf Full Action hier. Aber die Leute, die werden auch nicht lockerer. Wo ist Mitzi? Oh, es war close. Fuba, bleib bei mir! Fuba, bleib bei mir! Fuba und ich müssen zusammenhalten! Ey, die gehen alle auf Fuba drauf. Ich merke das schon. Das ist ja richtig hier. Die sind ja alle voll Combo-Bombon hier. Ich merke das schon. Wir gehen hier rauf und... Oh, hier nochmal mit FCB gespielt. Wichtig, wir sind rübergekommen. FCB nicht. Das war das Beste, was wir jemals machen können. Dieser Play war einfach eine krasse Situation hier für uns. Haben wir hier gemeistert gegen FCB. Easy Lemons, Krise hier noch. Brennen Rauch auch raushauen. Alle raus hier. Wir hauen hier wirklich alles komplett raus. Wir müssen natürlich jetzt hier mit Camps arbeiten, damit uns hier wirklich nichts passiert. Wir machen natürlich ein bisschen mehr Movement. Wir müssen hier ein bisschen mehr rumlaufen. Weil das sind wirklich hier die Pro-Gamer der Pro-Gamer. Und da müssen wir aufpassen, dass wir natürlich jetzt nicht getroffen werden. Die wollen hier, wie gesagt, auf FCB draufgehen.
Das merke ich auf jeden Fall. Und ja, Mitzi hier auch neben mir macht jetzt alle Dinger weg. Aber wir schaffen es noch, glaube ich, gerade so rüber. Aber Brandon stand schon da richtig schön und wollte mir ein Tetris Mitze mitgeben. Was er auch gemacht hat, richtig lecker. Wir sind durchgebackt. Ich sag gar nichts, wir sind durchgebackt. Einfach easy, lemon squeezy. Ich weiß nicht, was da abgeht, aber wir haben auf jeden Fall Luca, glaube ich, so fett rausgehauen da. Ich glaube, Luca ist so fett rausgeflogen wegen uns. Ich habe es nicht genau gesehen, aber wir haben dem, glaube ich, noch einen Tetris mitgegeben. Der ist bis nach Bayern geflogen dadurch. Und jetzt heißt es hier ein Team gegen das andere Team. Ich weiß nicht, wie gut die sind, aber wie gesagt, die beiden, die sind auf jeden Fall in Führung gegangen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hier wirklich komplett alles mitnehmen. Oh, ich habe Mitzi da rausgehauen. Mitzi, was für ein Bodyblock ich da Mitzi gegeben habe, war schon nicht mehr normal. Oh mein Gott, ich habe Fußball einmal aus Versehen. Der Bodyblock von Mitzi da an der Stelle war ja richtig, richtig crazy. Wir müssen jetzt hier... Nein, 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 nein. Und wir kommen nicht rüber. Aber Brennen, glaube ich, auch nicht, oder? Brennen, doch, Brennen ist rübergekommen. Oh mein Gott, das ist ein 1 versus 1. Fuba gegen Brennen jetzt hier. Und die beiden schenken sich hier wirklich gar nichts. Die wollen auf jeden Fall hier die... Das Beste von den Besten jetzt natürlich hier gewinnen hier das Spiel. Wenn ihr Brandon gewinnt, haben die schon wirklich 3 Punkte und dann sieht es ganz, ganz schlecht für uns aus. Fuba muss jetzt auf jeden Fall hier volle Action geben und natürlich hier wirklich full konzentriert sein. Ich habe auf jeden Fall auch 2, 3 Leute richtig gute Plays hier gemacht. Brandon jetzt hier in Bedrängnis so ein bisschen. Kommt der noch rüber? Nein! Es steht 2:2:0. Das gibt's doch nicht. Fuba holt den Punkt für unser Team und es ist wirklich, es bleibt wirklich spannend hier. Oh mein Gott! Die nächste Runde beginnt. Es steht 2:2:0. Es ist wirklich crazy. Wer holt sich jetzt hier die Gems ab nach Hause? Es geht hier wirklich um 1000 Juwelen. Die Leute wollen natürlich alle haben. Hier nochmal Mitzi einen Tetris mitgeben. Das ist wichtig. Wir müssen uns wirklich full concentration machen. Die Leute möchten natürlich jetzt alle den Punkt haben, weil wenn es hier wirklich gleich in Führung ist, dann wäre auf jeden Fall nicht so gut für uns. Das sieht gut. Fuba hat uns hier nochmal geblockt. Das ist sehr lieb von uns. Dankeschön, Fuba, dass er mich auch immer hier schön so mitblockt und so. Oh, schade. Aber was da hinten abgeht, weiß ich auch nicht. Luca! Luca war einmal kurz stillgestanden. Hätte ich da einen Tetris getroffen, wäre er, glaube ich, bis nach Bayern und wieder zurückgeflogen. Und es ist wirklich wichtig und wir müssen jetzt hier wirklich voll Fokus werden wie hier. Lass es mal ein bisschen weglaufen hier, Mitzi hier auch in Bedrängnis hier von Luca. Luca auch, wie gesagt, guter Spieler. Hier muss sie wirklich aufpassen, dass sie hier auf jeden Fall nicht rausholt. Dabei immer die mal gucken, ob die wirklich den ersten Win hier nochmal für das weibliche Mr. Stumble bekommen oder hier auch nicht. Das kann natürlich alles sein. Oh, das war gut von Luca. Oh, er hat da Brandon auf jeden Fall einen mitgegeben. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier rüberkommen. Ganz entspannt, Tarino. Fuba ist raus. Das heißt, ich bin jetzt ganz alleine. Ich gegen alle anderen hier. Das ist ja mal richtig krass. Brandon und Mitzi haben schon 2 Punkte. Wenn die jetzt hier wirklich nochmal den Punkt haben, dann steht es 3:2:0. Und dann müsste es eigentlich das Endfinale sein. Wenn jetzt hier noch einer, wenn jetzt Luca gewinnt, dann heißt es wirklich 2:2:1. Und dann könnte man hier wirklich... Luca, geh mal weg von mir. Und es gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Brandon und Mitzi gewinnen die 1000 Juwelen heute hier. I can't believe it, wie gute Spieler das einfach sind. Ich glaube, das alles nicht mehr hier. Die machen das richtig gut. Die haben so gut zusammengespielt. Und Mitzi endet hier nochmal das Game mit einem Win für sich. Und es steht 3:2:0. Und es ist, oh, was für ein krasses 2 vs. 2 vs. 2. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Hier findet ihr noch weitere krasse Videos, die ihr nicht verpassen solltet. Und wir sehen uns morgen mit einem neuen YouTube-Video. Bis dann, Leute. Ciao.